So, neuer Tag. Eine Klausdauer 147, immerhin noch nicht viel. Aber wir könnten mal gerade eben die Löcher hier schließen. Zack, hier brauchen wir 20. Haben wir noch so viel? Ne, haben wir nicht. Aber noch was in der Kiste, das ist natürlich die große Frage. Nö. Nö, 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 haben wir nicht. Okay. Du, 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 du. Wieder Post? Ne, keine Post. Uns fehlte aber, glaube ich, noch einen, den wir besuchen müssen, ne? Und hier vorne ist noch ein Auftrag. Okay. Wir rennen aber erstmal da vorne hin, damit wir die Leute erstmal abgeklappert haben. Wer bist du denn? Carol. Welcome to our little town. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see me. Rüstung und Kleidung für eine Verabredung. Okay. Like a nice kid, so I'm going to give you something for free as a leg up. Don't tell my husband though. Auch geil. Der Mann hat uns was gegeben, wir sollen es ihr nicht sagen. Sie hat uns was gegeben und wir sollen es ihm nicht sagen. Ist irgendwie geil. So, warte mal, wir haben jetzt was gekriegt. I für Inventar. Haben wir denn gekriegt? Was ist denn das? Faserstoff. Ach so, ich dachte, wir haben Klamotten gekriegt. Ist ja blöd. So, was haben wir hier überhaupt? So, zum Forschungszentrum gehen. Können wir irgendwie sagen, dass ich das anpinnen möchte? Doch, Rechtsklick verfolgen. Nein. Das möchte ich zuerst hier machen. Schule? Tatsächlich, hier gibt es eine Schule. Cool. Wer bist du? Lucy. We don't get new people moving all the way out here too often, so nice to meet you. I'm Lucy. I'm a teacher at the Porsche School. Frag mich gerade. Er hat einen riesen Schreibtisch hier, ne? Und kann mal gerade drüber gucken. Die Lampe ist größer als sie, wenn ich das richtig sehe. Ach, herrlich. Ja, kurz unterhalten. Troublemaker, no doubt about it. But he's creative and optimistic. Okay, tschüss. Okay, hier gibt es also auch Kinder. Können wir uns dazu setzen? Nee. Was lernen die denn da gerade? Ach, das ist einmal eins. So, ist auch geil, ne? Ich renne in eine Schule mit einer Axt in der Hand. Ist auch geil. So, warte mal. Wir müssen zum Forschungszentrum. Wo ist denn das? Kann ich das auf der Karte sehen? Forschungszentrum, da ist das. Oh, ist direkt um die Ecke. Ist direkt hier. Das dann sein. Nehmen wir da nochmal die Datendisk ab, die wir noch haben. Ach. I'm busy. Go ask Petra. Okay, wo ist Petra? Da. What do we have here? Ah, data disk. You know what it is? You want to know? This is actually related to how you can discover new diagrams for your workshop handbook. We rely on relic components from the past to build a lot of our current constructs. Many relics in this world are beyond our current understanding, and you won't be able to build them. Not even in 100 years. That's where this data disk comes in. Also entweder kann ich das der Kirche geben oder dem Forschungszentrum. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Bei der Kirche kriege ich Grünzeugs, also Samen und so ein Krams. Und hier kriege ich anscheinend Baupläne. These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. If you find any, give them to us and we'll help you research into these relics.
The research, we're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Anyway, just remember that if you find any data disks, bring the... Okay, habe ich dir die jetzt gegeben, oder? Nö, natürlich nicht. Okay, wir haben sowieso wieder zwei neue Skillpunkte. Ich mache das dahin. Tree Kicking and Harvest Activities has 6% chance to double loot. Dass er hier so ein bisschen investieren, damit wir mehr Ausdauer haben. Was haben wir hier? Increase chance to receive one additional relationship points after chatting by 20%. Okay. Nee, ich mach das erst hier. Damit wir hier vielleicht ein bisschen weniger Ausdauer verbrauchen. Hi. Forschung. Hi. Did you discover something new? Ja. Fünf Datendisks will sie haben. You don't have enough data disks. So, ja, gut, dann halt nicht. Was ist das? Forschungszentrumsbörse. Ah, hier kann ich die Disks umtauschen. Ah, okay. Okay. Okay, die Mission hätten wir also erledigt. Na komm, lauf. Dann, was haben wir denn sonst noch so? Nee, Missionen. Die Angelroute. Kupferklinge, du musst eine Schleifmaschine. Okay, ich denke mal, das ist etwas, das wird ein bisschen länger dauern, bis wir das haben. Ich würde jetzt erstmal die beiden hier machen, wobei das zuerst, weil... Zack, finden wir die beiden mal an. Weil die haben wir wahrscheinlich eher fertig als die anderen. Russo. Ah, mit dem haben wir noch nicht gequatscht. Are you new here? I'm Russo. Ja, tschüss. Das ist... Hi. Hi. Den kannten wir schon, okay. Das ist Kiva. Guck mal, hier ist noch was. Und ja. Right? Oh, sorry. Where are my manners? I'm Sonja. Ich empfehle unseren Kunden gerne jedes Jahr verschiedene Gerichte. Ah, bla bla bla. Okay, tschüss. Ist das hier drin, die Mission? Oder was? Ach, Emily. Die Bäuerin. I've been meaning to talk to you. I just got a new craft recipe all the way from Highwind. It's a box that can be used to cultivate crops. People in Highwind have been using it for a while now, and supposedly it's great. Can you build it and test it out for me? If it works as advertised, I'll order a few more off of you. Jo, machen wir. Ein paar Samen zum Pflanzen und mehr. Ja, genau. Bei ihrer Oma, da waren wir auch schon. Okay, also die Bäuerin, Möbeltischler und Angelrouten. Wir bauen erstmal die Angelroute. Wir schauen mal, was wir dafür brauchen. Öp. Anfängerangelroute. 15 Holz. Baumtritt und Kupferbarren von Steinöfen. Wir haben das, glaube ich, alles da reingepackt in die Kiste, ne? Wir nehmen das mal mit, das schmelzen wir mal ein. Das war ja Erde, Marmor, Zinnerz, das können wir auch mal einschmelzen. So, fertigen.
Kupferbarren, Kupfererz. 2 Stunden 30 Minuten, okay. Der braucht Holz. Ja, okay. Ah, okay, wir sollten nicht alle machen. Ach, einer dauert 2 Stunden 30 Minuten. Ja, alles klar. Wir machen mal 4. Dauert lange genug. Holz reicht für 2 Stunden. Dann müssen wir auf jeden Fall noch Holz holen. Epp. Was ist das denn bitte für Tiere da hinten? Und Bronze brauchen wir auch, weil wir ja noch die verbesserte Axt haben wollen. Ah, den können wir auch, okay. Da kommt auch ein bisschen mehr raus. 14 und 2 Baumharz. Warte mal, treten. Wir brauchen noch diese komischen... Kriegen wir da jetzt was von? Ach, da fällt was runter. Okay. Gummifrucht. Kostet treten Energie? Ja, natürlich kostet treten Energie. Den können wir nicht treten. Nur die ganz großen treten, oder wie? Wieso kommen da immer nur diese Gummifrüchte raus? Ich brauche dieses andere Zeugs. Wieder eine Gummifrucht. Können wir den treten? Ne, den können wir nur abbauen. Okay, jetzt füttern wir erstmal das Ding da vorne mit ein bisschen mehr Holz. Benzin aufgebraucht. Auftanken. Bestätigen. 8 Stunden, 0 von 4, okay. So, was brauchten wir jetzt nochmal für die Angelroute? Hab ich ja vergessen. Kupferbarren machen wir gerade. Holz 20 von 15 haben wir. Wilder Kokon. Ich will jetzt aber nicht den ganzen Tag da gegen irgendwelche Bäume treten, ey. Das nehmen wir mal mit. Oder kommt das auf den Baum drauf an, was da gedroppt wird? Das kann natürlich auch sein. Wir haben sonst nur gegen die getreten. Wir treten mal gegen den Baum da. Was ist das? Ernsthaft, das hat auch nicht mehr genug Platz im Inf, ey. Dann schmeißen wir den mal raus. Samen, das können wir hier mal machen. Dünger. Papabias Leibspeise. Oh Mann. Gummifrucht. Baumharz. Ah! Ah, okay. Wilder Kokon. Wieso kann ich da eigentlich nicht reingucken, was da drin ist, verdammte Axt? Braucht doch nur noch einen so ein... Gib mir nochmal so ein Ding. So, okay, das hätten wir jetzt auch. Und Kupferbarren sollten auch ready sein. Ja, Tasche ist voll. Ich mach die ja schon leer. Ja, meine Güte. Öpp. Irgendwie finde ich das Spiel cool. Das macht irgendwie Spaß. Bin mal gespannt, wie lange ich das spielen werde. Halt, wir wollen erstmal so Taschen leer machen. Ah,
die brauchen wir gerade nicht. Die Disc, die müssen wir eh sammeln. Honig, Marmor. Baumharz brauchen wir gerade auch nicht. Das waren die Energiesteine. Und die brauchen wir gerade auch nicht. Was ist das? Achso, das ist so ein kleiner Pflanzenkasten. Oh, okay. Dann würde ich sagen, dass wir das mal gerade doch behalten. Was war das? Dünger. Fertigungsanleitung erfolgreich gelernt. Okay. Brennkupferbarren. Okay, dann hätten wir das schon mal. Dann können wir die Angelrute basteln. Fertigen. Bestätigen. Ich wollte gerade sagen, der läuft nämlich gerade hier. Oh, this is one wicked looking rod. Thanks a bunch, mate. Here. Geldbeziehung und ein paar Raupen. Angeln kann man hier also auch. Ach, geil. Die Raupen kommen hier erstmal wieder mit rein. Zack. So. Möbeltischler, Kupferklinge herstellen. Ja gut, dafür müssen wir nur erst ein bisschen was an Kupfer verbraten. Holzbrett, Erde, Tierkot von Sammeln, Beute. Okay. Holz mal 5. Hartholz vom Holz fällen, okay. Wird von Bäumen und Büschen. Ach so. Ah, okay. Aus einmal Hartholz kriege ich 5 Holz. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Verzögerung um Beute von umherwandernden Pflanzenfressen zu halten, ohne diese zu verletzen. Hm, okay. Ein Teetisch. Im Haus werden zusehen. Ah, okay, wenn ich das Ding. Jetzt verstehe ich es. Okay, jetzt verstehe ich. Hm, okay. Kräutermischung. Kräutertee und Baumharz. Hm, lecker. Mhm. Talisman. Verteidigung plus 5. Okay. Wir sollten wahrscheinlich als nächstes hier uns auf jeden Fall diese Dinger bauen. Und vielleicht ein Schwert. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Wir gehen mal ein bisschen Holz hacken. Das kann ich nicht hacken. Da wir noch ein bisschen Ausdauer haben. Für. Na gut, ist ja egal. Hauptsache, wir haben mal ein Schwert. Holzkorb. Die haben wir ja schon. Aber wie erstelle ich denn Bronzebarren? Was stand denn hier auch nochmal? Working, Bronzebarren, Kupfererz und Zinnerz. Haben wir sogar beides. Achso, solange der arbeitet, kann ich... Ah, okay. Aber wir könnten hier noch mal ein bisschen... Kann ich da noch was zumachen? Fertigen? Ja, kann ich. 20 Stunden? Nein.
hält 15 Stunden, das passt. Dann ist es zumindest morgen früh hoffentlich fertig. Ich hoffe, das funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt pennen... Eigentlich möchte ich noch nicht pennen gehen. Wir können noch ein bisschen sammeln. Ganz ehrlich, ich will das die Ausdauer nicht verschenken, die wir haben. Sollten wir nämlich auf jeden Fall machen. So, wo sind jetzt diese komischen hüpfenden Dinger hin? Ich habe hier noch so Boxhandschuhe. Wer bist du? Jack. You're new, right? I'm Jack. Nice to meet you. I hope you have. Tschüss. Das Holz. Buntes Lama. Darf ich die hauen? Okay, gab zumindest mal diesen Code-Zeugs. Ich brauche noch einmal Code hier. Komm mal her. Boah, hallo, ich will jetzt nicht alle platt machen hier. Für einen dürfte es vielleicht noch reichen. Oh Mann! Na okay, das war's dann jetzt auch. Was haben wir gekriegt? Ein Gurt da, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, eins nur. Wir können eigentlich schon fast wieder instant eine neue Holzkiste bauen, ey. Weil die Kiste dürfte wahrscheinlich jetzt gleich voll sein. Jetzt können wir mal das weiche Fell einiger Tiere. Hochwertige Stoffe. Okay. Das Ding ist gleich voll. Cool. Warte mal, wir können doch auch eigentlich. Jupp, voll. Okay, und wir können aber mal direkt pennen gehen.